Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe mal wieder was Schönes für euch von Get Digital. Und zwar gibt es bei Get Digital auf der Seite die sogenannten Loot Drops. Ja, das sind Lootboxen zu spezifischen Themen mit Artikeln, die man bei Get Digital sonst auch so bekommen kann. Und zwar mit einem guten Preisvorteil. Diese Box hier ist natürlich eine Game of Thrones Box und sie kostet 30 Euro. Ja, und man spart so 50%. Hier sollen also Artikel im Werte von 60 Euro circa drin sein. Wir sind sehr gespannt. Was ist das hier? So, weg. So. Klebereste. Wir schauen mal, oder? Das interessiert uns alle sehr. Ja. Ich bin wirklich sehr gespannt, was mich hier erwartet. Wir haben auf jeden Fall erstmal obendrauf ein Bonus-Pack. Ja, und in dem Bonus-Pack sind immer viele lustige Kleinigkeiten drin und ich bin gespannt, was hier drin sein wird. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Werbung. Was ist das? Ah, das ist Werbung für die legendäre Harry Potter Lootbox. Das interessiert euch auch, ich weiß es ganz genau. Enthält Artikel im Wert von 110 Euro und kostet 79,95. Kann man auf der Webseite von Get Digital finden. Da könnt ihr gerne den Link unten in der Videobeschreibung benutzen. Dann wissen die auch, dass ihr hier von mir kommt. So, wir schauen mal in diese wunderbare kleine Wundertüte rein. Fängt gleich gut an. Ja. Was ist da alles drin? Schüttel, schüttel. Das war's. Wir haben einmal Missile Explosion Kaugummi. Ja, ist, ja. Dann haben wir hier einmal, den Nerd-Bonus. Ja, das Gutscheinheft. Da sind Gutscheine drin für verschiedene Artikel, die man da so kaufen kann. Hier Passierschein A38, ja, einfach mal gratis mit dazu. Ja, ein T-Shirt gratis mit dazu und bestimmte Codes, die hier auch drin stehen, ne, die ihr dann da eingeben könnt. Also, wenn ihr so ein Bonusheft habt, ja, dann könnt ihr nochmal ein paar Artikel zusätzlich umsonst kriegen und habt auch noch was zum Schmuggeln mit dabei. So, und dann haben sie hier, das hat jetzt nichts mit Game of Thrones zu tun, aber das ist halt das Bonus-Pack. Das wird dann random gepackt. Ja, hier haben wir einfach mal einen kleinen, winzigen Schreibblock. Ja, mit Don't Dead Open Inside von The Walking Dead. Ja, einfach mal so ein Notizblock-Ding. Könnt ihr auch ein bisschen was aufschreiben für Telefonnummern und so. Immer praktisch zu haben. So, kommen wir zum Eingemachten, zum Verpackungsmaterial. Das ist nämlich auch mit dabei hier. Verpackungsmaterial, 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 Verpackungsmaterial. Das ist immer sehr gut und sehr wichtig, denn unsere Sachen sollen ja auch gut geschützt sein. So, was haben wir denn hier so drin? Ich ziehe einfach mal das hier raus. Das ist schon mal leer. Warum ist das leer? Achso, es ist rausgefallen. Okay. Das kann passieren. Das kann passieren. Das ist halt so eine Klemmshell, nennt sich das. Ich mach das mal eben kurz. Ich baue das mal wieder zusammen und drück das mal wieder ein, dass das wieder so ist, wie das sein soll. Alles gut. So. Ja, diese Clamshells, das ist eine, die man öffnen kann. Ihr kennt das vielleicht. Manchmal gibt es so Sachen, da ist dann eine Schere eingepackt in so eine Geschichte hier und die kriegt das Ding gar nicht auf. Ohne die Schere, die ja noch eingepackt ist. Schwierig. Okay. Ja, ich schweife ab. Entschuldigt bitte. Wir haben ja auf jeden Fall eine... Was ist denn das? Ein Magnet. Winter is coming mit dem Sigil von Haus Stark natürlich. Ja, sehr, sehr schön. Es hätte auch noch viele, viele andere gegeben. Hier auf der Rückseite sind ein paar drauf. Ja, es gibt dann halt noch die Hand, na, und hier den eisernen Thron und was es nicht alles gibt, ja. Aber wir haben natürlich mit Haus Stark einen sehr schönen. Der sieht optisch wirklich, wirklich wunderschön aus. Gefällt mir sehr gut. Ist ein Magnet. Könnt ihr euch an den Kühlschrank machen, falls ihr Möglichkeiten dazu habt. Ansonsten an jede andere magnetische Fläche. Ein schöner Magnet. Gefällt mir gut. Wir machen einfach mal weiter. Ich guck mal, was haben wir denn hier sonst noch so? So, wir haben hier... Ah! Ein Festivalbändchen. Ja. Festivalbändchen sind witzig. Vor allem, weil das hier für ein Festival ist. Für eine sehr interessante Hochzeit. Ja. Ne? Und zwar von Edmund Tully und Rosalind Frey. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja. For an unforgettable day. Dann halt die Logos auch. Das heißt, die Sigile der entsprechenden Häuser. Walter Frey wird hier auch genannt als Gastgeber. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ihr erinnert euch sicherlich auch an diese Hochzeit. Hochzeiten in Game of Thrones sind
immer ein Spaß. Ja, und hiermit zeigt ihr, dass ihr dabei wart. Ein Festivalbändchen. Ja, witzig. Finde ich lustig. Kann man machen. Ist auch eine witzige Idee. Das ist wieder so typisch Get Digital, so diese Geschichten. Was haben wir hier? Wir haben eine kleine Minifigur. Ja, auch der ist halt auch klein, der Kollege. Ja, und zwar von Tyrion Lannister als kleine Minifigur. Ich guck mal, ob ich die hier so rausgezogen kriege. Das ist immer... Ist natürlich zugeklebt, ne? Wie sich das gehört. Also ist immer das Gleiche, immer zugeklebt. So, jetzt haben wir die Figur hier. Oh ja. Was hat denn der da in der Hand? Was hat denn der da in der Hand? Normalerweise würde man ja erwarten, dass er ein Glas in der Hand hat. Ja, aber er, ist das hier dieses grüne Feuer da? Wildfire? Oder was soll das sein, das grüne Ding? Man würde ja passen, ne? Aber der ist super. Also der gefällt mir auch wieder sehr gut. Sieht tatsächlich echt gut aus. Also auch die Gesichtslikeness ist relativ gut getroffen. Ja, der Standy, auf dem er steht, ist wunderbar. Und ja, keine Ahnung, ob der irgendwie noch limitiert ist oder so. Hier steht eine Nummer unten drauf, aber keine Ahnung. Ja, eine schöne kleine Minifigur. Immer schön, wenn Figuren mit dabei sind. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier als nächstes? Wir holen mal das hier vor. Ja. Shotgläser. Ja, wenn es mal wieder einen lustigen Abend gibt oder ihr ein Game of Thrones Trinkspiel spielt, könnte man ja machen. Also man zum Beispiel sagt so, ach ja, jedes Mal, wenn einer stirbt, nee, dann seid ihr sehr schnell betrunken. Wenn einer sagt, Winter is coming, dann seid ihr auch sehr, sehr schnell betrunken. Findet irgendein Spiel, wo ihr das spielen könnt, ohne dass ihr gleich sofort komplett abgeschossen seid. Das sind auf jeden Fall Shotgläser. Ja, richtig aus Glas. Und die sind sehr hübsch. Schaut mal, ja, haben hier zweimal Häuser drauf und auf der Rückseite steht, wie könnte es anderes sein, Game of Thrones. Also wirklich auch sehr schick, fassen sich auch sehr gut an, na, auf euer Wohl und dann gib ihm. So, da muss man vorsichtig sein, das ist, diese Trinkspiele bei Game of Thrones können sehr schnell gefährlich werden, je nachdem, was man da macht. Ja. Was haben wir als nächstes? Achso, ich zeige es euch erstmal so. Wir haben hier ein Getränkgefäß. Ein Getränkgefäß. Ja, ich sollte das Video nicht so früh am Morgen drehen. Ich bin noch nicht ganz wach scheinbar. Wir haben hier mal ein Glas, ein Humpen. Ja, da könnt ihr Getränke reinfüllen. Sachen zum Trinken. Und sogar viel mehr als hier rein. Seht mal, das ist nämlich größer. Ja, ja, I drink and I know things. Und dann habt ihr hier schön hier vorne drauf einmal House Targaryen. Fire and Blood Targaryen. Prost. Und dann könnt ihr euch da was reinzimmern. Was auch immer. Auf der Rückseite steht noch Game of Thrones. Ja, finde ich auch sehr schick. Sowas ist auch immer schön. Sowas mag ich auch persönlich. Tatsächlich so zum Trinken immer sehr, sehr cool. Also so kleine Gläser, das ist nicht so meins. Ich mag das lieber, wenn das dann ein bisschen mehr ist. Ja, finde ich sehr, sehr cool. You win or you die. Game of Thrones. Stein steht da drunter. Und Yara. Gut, dass kein K am Ende dieses Namens, dieses Wortes ist. So, was haben wir jetzt letztes? Wir haben hier, okay. Wir haben hier eine Fahne. Eine Fahne. Jetzt finde ich es irgendwie ein bisschen schade, dass das hier nicht auch, ganz ehrlich, also, dass das hier nicht auch Haus Targaryen war. Und auch die jetzt nicht Haus Targaryen zeigen, weil ich habe hier den Humpen als Targaryen, ja, und habe hier, ne, ich meine, gut, die Figur ist jetzt auch nicht Haus Targaryen, aber ne, irgendwie, ja gut, im Prinzip sind alle Häuser vertreten, oder? Weil hier hast du ja halt auch noch ne, Haus Lannister mit am Start, ja, und das sind meines Erachtens nach die Greyjoys, ja, von daher alles mit dabei. Ja, hier hätte man vielleicht tatsächlich die gelbe Fahne, weil guck mal, zack, guck mal auf der Rückseite, da kann man das sehen. Ja, hier gibt es noch Haus Stark, dann hier Haus Lannister, ja, und natürlich noch Haus Baratheon. Das wäre das Haus, was jetzt hier zum Beispiel noch fehlt. Ich meine, hier haben wir dann ja noch die Tullys vom Tower, an den Walder. Und von daher haben wir hier jetzt nochmal Haus Targaryen. Und das sind halt so... Wenn ich das jetzt auspacke, kriege ich das nie wieder eingepackt.
Ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, außerdem ist sie hier oben abgebildet. Und ihr seht ja, wie schön das aussieht, ja. Das ist halt einfach mal so ein Wimpel im Prinzip. So eine große Flagge zum Hinhängen. Ja, ziemlich groß das Ganze. Steht hier wo drauf, wie groß sie sind. Nee, natürlich nicht. Sehr schön. Ja, es ist eine Flagge. Und es wird, wie gesagt, auch dumm aussehen, wenn ich die jetzt auspacke, weil nämlich hier so am Hantieren und hier und... Wir machen das einfach mal so. Ihr seht sie ja. Ja, hier ist ein Drache drauf, das ist einer von den Köppen. Und da sind noch ein paar mehr Köpfe dran, weil das ist halt Haus Targaryen. Einfach mal eine Fahne. Ach komm, ich gucke sie mir trotzdem mal genauer an. Kann man das hier irgendwie öffnen, ohne dass man... Da unten kann man das öffnen. Fühlt sich gut an. Ja, ist halt so ein Flaggenstoff. Ihr kennt das vielleicht. Und hier sind auch, na, damit man das auch aufhängen kann, Ösen dran. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, und das ist hier halt dann einfach mal... Na, hier seht ihr den Hintern von dem Drachen. Hier seht ihr... ein bisschen was von vorne von dem Drachen. Ja, und dann läuft die Sache. Also, sehr, sehr schick. So, das sollte man wieder in die Verpackung kriegen. So, sehr, sehr schön. Ja, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. So eine Flagge kann man auch immer haben. Das ist natürlich auch was Schönes, mal was für die Wand und so. Also, ist im Prinzip alles dabei. Ihr habt praktische Sachen zum Benutzen. Ja, ihr habt hier, ne, was für den Kühlschrank, was zum Hinstellen, Figürchen, ne, und alles mit am Start. Was Witziges hier mit diesem Dings und was für die Wand. Schöne Sache. Jetzt ist es aber so, dass hier nicht jede Box gleich ist. Das muss ich direkt dazu sagen. Das heißt, wenn ihr euch diese Box bestellen wollt, dann kann das ein ganz anderes Loot-Erlebnis sein, als das, was ich jetzt hier hatte. Das heißt, diese Kisten sind, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht liege ich da auch komplett falsch, relativ random gepackt mit dem, was die so im Hause haben. Ja? Das können dann Restartikel sein, die noch übrig sind, aus irgendeiner Lootbox zum Beispiel. Oder eben, na, dass man halt mal das Lager so ein bisschen leer räumt. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Das heißt also, es ist zum Beispiel nicht zwingenderweise so, dass ihr hier einen Magneten bekommt. Ich kann mich aber auch irren. Also, falls ihr diese Box lootet und ihr habt genau das Gleiche drin, nur eben vielleicht von Unterschied, ne, dass ihr hier den eisernen Thron habt, na, und hier habt ihr halt Haus Baratheon oder so, das kann halt gut sein. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Menge Zeug mit dabei. Na, ihr habt jetzt 30 Euro dafür bezahlt. Allein so einer hat schon einen gewissen Wert, eine Flagge. Magneten sind auch immer sehr, sehr teuer. Absolut okay. Absolut okay. Wert von über 60 Euro hier einfach für 30 Euro. Ja. Und was soll ich sagen? Winter is coming. Oder Winter ist gerade vorbei eigentlich, ne? Es kommt erstmal der Sommer. Was sagt man da? Keine Ahnung. Dafür haben sie keinen Spruch. Ja, das war's von mir. Wenn ihr so eine Box haben wollt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, benutzt einfach den Link. Der führt euch dann auf die Get Digital Webseite und dann wissen die, dass ihr von mir kommt. Und eine praktische Sache. Ja, und lasst gerne mal ein Like da. Ne? Ein Abo wäre schön, würde ich mich drüber freuen. Ja, was gibt's da noch so? Benachrichtigungsglocke könnt ihr drücken, wenn ihr wollt. Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Wie gefällt euch das hier? Ist das eine interessante Sache für euch oder auch nicht? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das wert gewesen wäre. Ja, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ja? Und vergesst nicht, ja, gerne auch, das interessiert mich tatsächlich mal. Wenn ihr von der Game of Thrones Germany Facebook-Seite kommt, dann schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ja? Schreibt doch mal, dass ihr von da kommt. Das würde mich sehr interessieren, wie viele Leute dann tatsächlich auch über die Seite zu mir gefunden haben. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei Get Digital fürs Zusenden dieser Box und natürlich auch bei Game of Thrones Germany, ja, die mich immer wieder gefragt haben, ob ich da mal nachfragen kann, ob wir so eine Box nicht mal bekommen. Hier ist sie. Ja, ja, und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht es gut, liebe Leute. Gehabt euch wohl. Winter is coming, habe ich schon gesagt. Was kann man da noch sagen? Keine Ahnung. Mir fällt jetzt nichts ein, ne? Ist halt echt so. Ich freue mich auf die nächste Staffel von House of the Dragon. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und dann sehen wir uns. Habe ich das nicht schon gesagt? Ach komm, jetzt abschalten. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ha. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.